Willkommen zurück in der Forschungsstation Nishina, oder wie das Ding heißt. Auf jeden Fall ist hier irgendwas schiefgegangen und ich rette mehr oder weniger den Tag. Also es gibt hier zwei Realitäten. In der einen ist hier alles abgebrannt, in der anderen ist quasi alles mehr oder weniger gut gegangen und keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Abgeriegelt, ihr könnt euer eigenes Seelsystem nicht außer Kraft setzen. Not from up here. The explosion fried the network circuits. Without physical access to the research level, there is little we can do. We have been working in makeshift labs for months. Ich bin ja eigentlich nur für ein Artefakt hier. Jetzt muss ich die Forschungseinrichtung retten. Ich bin nur wegen dem Artefakt hier. Fine. And I want this lockdown to end. Ja, wir arbeiten zusammen. We can't get to the lab, but you might be able to. Wie mache ich das? In this other universe, Raphael survived. He made it back from the lab. So clearly his elevator works. Take it. And you might be able to shut down the experiment. This is crazy. But first, we have to do something about your shifting. Jetzt sag mir nicht, dass sie mir eine Möglichkeit gibt, hin und her zu shiften und dann muss ich... Ach, hey, das wird ja... We can't shut down the probe, but we might be able to adjust some of the other parameters. It's risky. We don't know what we're dealing with, but... All right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. Also ich habe ja angefangen, über das Spiel zu meckern in der letzten Folge, so ein bisschen. Aber der Quest hier, der ist cool. Also der wirkt cool. What have we gotten ourselves into? Ich shifte doch gleich wieder. Na, sag ich doch. Erreiche das Labor. Wo zum Henker bin ich? Hi. Irgendwo habe ich irgendwas gehört. Zum Glück sind die Viecher total harmlos, prinzipiell. Und können gar nichts. Jetzt ist die Frage, wie komme ich ins Labor? Wie komme ich denn ins Labor? Ah! Böses Vieh. Leg dich hin. Wo soll ich denn? Wie soll ich denn ins Labor kommen? Ne, warte mal. Hier bin ich hergekommen beim ersten Mal. Emergency. Ah! Böses Tier. Böses Gerümpel. Das andere Vieh hin. Komm her, du kleiner Stinker. Wer ballert denn da unten? Kann ich helfen? Ach, er ist es. Oh, it's you. Ja. What happened? You disappeared and the ceiling caved in and I thought I'd finally lost it. Ich habe die Direktorin getroffen, wir müssen die Sonde abschalten. Ich muss ins Herstellungslabor. What? This place is falling apart. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with my own eyes, I wouldn't have believed it. I... Okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you up. Durch die Speisekammer kommen wir raus. Hier ist der Schlüssel. Erreiche das Labor. Wieso denn durch die Speisekammer? Was ist das? Sieht aus wie ein Hügel. Ja. Ist eine große Hilfe, mein Freund. Mach die dramatische Musik aus. So, ich hoffe, es ist. Mann! Ja, ich... Alles gut, ich tauche hier hin und wieder mal so auf und so auf. Ist alles gut, bleib locker. Jetzt rennen die weg. Ist mir egal. Panik-Udos, was ist das hier? Kommen wir nicht durch. Schlüssel erforderlich, super.
Was haben wir denn hier? Regeneriert 10 Gesundheit. Haben wir hier irgendwas Sinnvolles? Komm mal da, wir kommen hier nirgendwo durch. Security Breach. Was heißt hier Security Breach? Ich bin in der Kantine rausgekommen. Super. Er ist wieder da. Ja, ja. Kann ja zum Glück nichts. Ist er tot? Ja. So. Was müssen wir denn jetzt machen? Hast du eine Ahnung? Nee. Look at this. It's going to take hours to clear this out. Assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. Sieht aus wie eine Sackgasse. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. I just want to get out of here. Go do whatever you're going to do. I'll see if I can clear a path to the door. Okay, was passiert, wenn ich die Sonde abschalte? I'm not sure. It might stop whatever's happening to you. It's a reasonable theory, I guess. Okay, was passiert? Wo kommen die Kreaturen her? Na, ich nehme an, die sind vom Planeten hier reinmarschiert, oder? Die sind ja hier heimisch. I was in the lab, working on the frequency calibration for the probe. I was walking out of the control room when it happened. I heard the tank's rupture. The alarm sound. I only had a second to react. I jumped back into the control room. The doors sealed. I was safe. From the gas. The fire. Everything. But I was trapped. There was nothing I could do to stop it. If I had gone the other way, maybe I could have made it to the ventilation controls. Killed the system. Even if it killed me. I don't know. I don't want to think about it. Okay, hat sich quasi also geopfert in der anderen Realität, um die zu retten. They're a native species. We had an electric pulse field to keep them out. The fire took out the generators, damaged the foundation. They just keep coming. Naja, okay. So, was ist jetzt der Auftrag? Warte mal. Erreiche das Labor. Gut, so weit waren wir auch schon. Wow, ich wollte mir gerade das Zeug da nehmen. Hi. Bin wieder da. What? Oh, it's you. You realize you just popped into my locked office. So much for security protocols. Ich will zum Herstellungslabor. Sure. Down the hall. Take the stairs next to the atrium. Yeah, let me get the doors for you. And is there anything else you need? Überzeugung, ich baue es, mit dem ich die Katalaxie im anderen Universum bekämpfen kann. Naja, ich habe eine Knarre, reicht das nicht? The Kataxi in the other universe. Aha. Wow. I've got an experiment to think one of the engineers put together. But. Okay, was muss ich machen? 3 Züge habe ich. Es gibt sicher einen Weg, wie wir beide zufrieden auseinandergehen. I hear you. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. You think I'm a pushover? Okay, ich bleibe hier, bis du mir gibst, das haut nicht hin. Ja, I hope so. Irgendwann klopfe ich dich weich, spare dir die Kopfschmerzen und gib mir einfach. Nee, das höre ich gerne. Komm, wir haben ja das hier eher, ne? I'm still willing to talk. So, jetzt brauchen wir wissen bestimmt. I'm glad you understand the position I'm in here. Das höre ich gerne. I haven't agreed. Mano! Sorry, I have to keep it on hand. Erschieß dich einfach, Junge. You understand. Kennst du bei Kassi? Direkt in den Vorschlag. So. Hat er jetzt den Weg frei gemacht? Knarre ziehen. Schwupps, und schon sind wir wieder da, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten.
bin ich. So, okay, du bist tot. Mann! Hör doch auf damit! Geh ich halt hier lang. Ich kenn da nix. Piu, 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 piu. Haben wir sie? Ich würde sagen, ja, halt, da ist irgendwo ist da noch was. Hi. Da geht's aber nie lang. Nein, nein. Da kommt da noch was angestickert, oder? Nee. Oh, shit. Das sieht nicht so gut aus. Blauti, blauti. Ah. Wie gut geht's mir noch? Ah, es geht so. Sag mal, wie viel hatte ich denn hier? So, hoppala. Der nächste. Wenn ich wüsste, wo wir hin müssen. Warte mal, da irgendwo nach oben. Das heißt, hier durch. Das Mann! So, wer bist du? Achso, warte mal, die kennen wir doch. What, did you get lost in the hallway? Sie war im anderen Universum blockiert. Right. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam. 93 teravolt. Calibrating to 95, 97, 100. Nothing. Let's try the other way. 91, 89. Hier wird gleich was Schlimmes passieren. What the? Okay, okay. It looks safe to approach. Hier noch was zu Lagerkiste. Ne, entsperren kann ich nicht. Ich komme gleich. Ich gucke mich nur ein bisschen um hier. Die Dinger kenne ich. Ich. Okay. Hilfe, ich stecke hier fest. No, hold on. There's a slight pattern change. Ja. Right, stay there. Let me turn the feedback up for a moment. Calibrating to 90, 91. Sehr gut. So, warte mal, was ist das? Da haben wir ein paar Credits drin, das ist cool. Da haben wir das Sonnensteuergerät, das ist auch cool. Kalibriere die Fahrzeug machen. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Was hat er gesagt, soll ich machen? Achso, ich soll irgendwas kalibrieren. Komme gleich. Aha. Da bin ich wieder. What happened? Are you all right? Du, wenn ich das wüsste. So, the lower setting causes the distortions to manifest, and the higher causes you to shift. That seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other universe.
love to take a look at that when this is all over. Gut, Zeit ist hier abzuschalten. Right. If you can get down to the research level, you need to make your way to the high-energy research lab. Disengage the power interlocks, then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Oh, and before you go, the director wanted to speak with you. It really is just down the hall. Just down the hall. Okay, da könnte ich jetzt quasi shiften, glaube ich. Aber ich soll ja erstmal mit der Direktorin sprechen. Das wird nicht schief, das wird schief gehen. Achtung, in 3 zu. Na, wobei jetzt gerade noch nicht. Erstmal mit ihr sprechen. Well then, all set? If you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's the least I can do after everything we've put you through. Before you go, there is one other thing we should discuss. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? To you and to us. Das ist Schrödingers Kiste, 2 mögliche Zustände. Okay. Exactly. And when you shut down the experiment, the probability function will collapse. You are the outside observer in the system. Whichever reality you are in, at that moment, is what will become real. For you and your universe, at least. The question is, which will you choose? Naja, ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt, der Raphael hat sie ja alle gerettet. Also da werden viel mehr Überlebende. Ich könnte natürlich Raphael nehmen. Nein. If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you to save him. But as the director of the station, I am responsible for the lives of my staff. 30 people. People with families, careers, futures ahead of them. In this universe. It's not an easy decision, but I am grateful. Thank you. Now, it's time you are going. With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Be careful. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Okay. Optional beschaffe Vorräte, nimm den Aufzug. Vorräte können wir natürlich mal beschaffen, da kommen wir aber nicht durch, super. Woher soll ich denn jetzt Vorräte bekommen? Hier, Nasenbären. So ein paar Heilpacks wären nicht schlecht. Warte mal, wenn ich wüsste, wo es die Vorräte gibt. Entweder da oder da. Keine Ahnung, wo es die Vorräte gibt. Auf jeden Fall müssen wir erstmal runter. Hm. Okay. Kann aber ja reingucken. Ist das jetzt alles Diebstahl hier, was ich hier klaue? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Hier geht's runter. So, also hier geht es. Warte mal, hier, sie war, glaube ich, die Vorräte, ne? Ja. Tatjana, ich brauche Vorräte. Tatjana. Tatjana Barakova, station's doctor. This is not a public medical facility, but the director has ordered me to assist you nonetheless. I can spare a few med packs. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist, or your cosmetologist. Nur ist gut. If there's anything else you need, ask. Ich brauche Hilfe, Doc. Medizinisches Material. Really? You won't even need a bandage for that. Hold still. There. I think I still have a few things I could spare. So, was krieg ich denn? Hilfe. Antibiotika, Heilgel, Heilpasse. Medpack her damit. So,
Trauma-Packs nehmen wir auch. Was haben wir denn da noch? Also ehrlich gesagt könnten wir auch von den anderen Sachen ein paar Sachen... Oh, guck mal. Ein Allheilmittel. Was kostet denn der Spaß? 725 her damit. Antibiotika. Nehmen wir auch mal mit. Injektor. Her damit. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das, nehmen wir das Zeug mit, womit man Zustände heilen kann. Also alles. So, kann gehen. So, das wäre dieses. Und jetzt müssen wir zum Hauptaufzug. Tag. Hey. Zumindest shifte ich jetzt nicht mehr unkontrolliert in der Gegend rum. Don't touch the Excuse me. Denn dahin zum Henker. Da soll ich rein. Okay. Shift. Ah, sehr gut. Was haben wir hier? Nehmen wir alles mit. Warum habe ich den Verdacht, dass das hier unten, dass irgendwas Großes auf uns wartet? Erreiche das Labor. Okay, hier sind ja überall diese Dinger, wo ich hin und her shiften kann. Und hier kommen wir halt auch nicht weiter, ne? Ja. Weil hier kommen wir nicht weiter, das heißt, hier hilft nur shiften. Was ist das hier? Lass mich raten, geht auch nicht auf? Nein. Okay, da hilft nur shiften. Lockdown is active. Aha. Emergency override controls are available on designated security terminals. Aha. Überbrücke die Abriegelung des Anlagenbereichs. What the fuck? Lass mich raten. Jo. Schon cool gemacht, muss man sagen. Schon cool gemacht. Warte mal, da müssen wir jetzt rein. Wie kommen wir da jetzt rein? Da. So, was ist das? Das ist Nishina Teilchenlabor Schlüsselkarte. Aha. Was ist denn, wenn ich hier shifte? Nein, nein, nein. Ist alles gut. Nein, nix Combat-Protokoll. Überhaupt kein Combat-Protokoll. Schau, warte mal, jetzt müssen wir eine Etage tiefer. Irgendwie? Irgendwo? Nein, okay. Vielleicht hier runter? Nein. Kommen wir auch nicht durch. Das ist ja ein Akt, kann ich euch sagen. Das ist wahrscheinlich zu, ne? Ja. Ne, hier bin ich komplett... Also wir müssen da irgendwie hin. Ist nur die Frage, wie. Da oben kommen wir nicht weiter, hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, dann gehen wir nochmal hier durch. Ich bloß wüsste. Mir schon richtig zu sein. Okay, pass auf. Dann shiften wir hier nochmal zurück. Dann kommt das komische Ding mit dem Combat-Protokoll. Ach, guck mal, das ist offen. Blaut, 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 blaut. So. Ja,
Ja. Ah, der kommt da. Ritzel, Bratzel, Putzel, Putzel, Putzel. So. Jetzt darf ich mich entweder mit Aliens rumschlagen oder mit irgendwelchen Robotern. Puh, so. Habe ich ordentlich was eingesteckt? Nee, eigentlich nicht. Okay, da ist noch was. Ist da auch noch was drin? Cool. Hi. Nee, das ist... Doch, das ist richtig. Nö. Nö, 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 nö. Schlicht und ergreifend nö. Also, da muss ich sagen, der Quest ist richtig cool gemacht. Kann man sagen, was man will? Aber nichtsdestotrotz... Nichtsdestotrotz... gehe ich jetzt mal hier rüber. Sieht okay aus. Okay, und jetzt, was mache ich jetzt hier? Ach, jetzt ist das Ding kaputt, aber warte mal, ich muss ja hier rüber shiften. Jetzt gehen wir da ran. Dann kann ich das Ding runterfahren, richtig? Hey. Fehler, Schaden an Anlage erkannt, mehrfaches Systemversagen registriert, Explosion im Hochenergie-Sicherheitslabor. Ich gucke erstmal nach, was wir hier noch haben. Geschützsteuerung. So, aktuelle Nutzer schützen. Ja, das ist gut. Nicht feindlich, aber sollte vor dem Start. Klar, raus damit. So. Was haben wir hier noch? Robotersteuerung. Einer aktivieren. Erstmal aktualisieren, ja. So. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Ich bin mir da überhaupt nicht im Klaren. Alarmsteuerung deaktivieren. So. Jetzt können wir loslegen. Abriegelung über Brücken, Anlagenbereich. Du bist jetzt meiner. Du gehörst jetzt zu mir. Ja. 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 Was? Ich laufe mit zu viel Last herum. Ja, ja. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Teufel nochmal. Jetzt muss ich... Erreiche immer noch das Labor. A security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Wo zum Henker soll ich denn jetzt hin? Ist das unten? Ich glaube ja. Nein! Ist kein Alarm. Ich speichere erstmal. Warum soll denn Alarm sein? Ich hab doch alles auf meine Seite gebracht. Ah! Außer dieses Ding da scheinbar. Hau, hau, hau. Ah! Du bist doch auf meiner Seite. Du bist doch auf meiner Seite. Ich hab dich auf meine Seite gebracht. Nein, Granate. Oh, warte mal. Nochmal Granate. So. Flauschi, flauschi. Der andere hin, das waren zwei. Ich hab die nicht gesehen. Warum kannst du eigentlich da oben rumhopsen?
So, wo ist das Geschütztürmchen? Da. So. Wow. Da lang muss ich, oder? Ja, oder da lang. Wo ist das Ding? So. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wo ich hin muss. Ich glaube... Warte mal, da runter. Ach, da rein. Schitteriduda. Okay, pass auf, dann gehen wir hier oben hin. Ja, super. Ganz toll. Direkt in den Salat hier rein. Moment. Irgendwas bröckelt hier dahin. Ich glaube, ich bin hier richtig. Zum Glück sind die Viecher wahnsinnig anfällig gegen diese. Was ist denn jetzt los? Irgendwas mit Gas. Wo denn? Da. So, ich fürchte, ich muss... ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin muss. Was ist das für ein Ding? Oh, ein legendärer Magma. Jetzt klingelt die Tür. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, denn euer Mr. Fleck.